Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule. Ich möchte euch sehr herzlich begrüßen bei der neuen Videoreihe Tipps und Tricks zur Fotografie. Diese Videoreihe wird von der Canon Academy und der Ferienmesse Wien unterstützt. Ihr habt euch sicherlich schon oft gefragt, wie funktioniert Fotografie? Die drei wichtigsten Parameter beim Fotografieren sind die Verschlusszeit, die Blende und die ISO. Die Verschlusszeit legt fest, wie lange Licht auf deinen Sensor fällt. Das heißt, du kannst sehr lange belichten, dann hast du die Lichtspur eines Autos, oder du belichtest sehr kurz und dann kannst du Wassertropfen einfrieren. Mit der Blende steuerst du die Schärfentiefe, das heißt, der Hintergrund wird schärfer oder unschärfer. Eine kleine Blendenzahl gibt geringe Schärfentiefe und eine große Blendenzahl gibt große Schärfentiefe. Der dritte wichtige Wert sind die ISO. ISO ist die Empfindlichkeit des Sensors. Das musst du dir so vorstellen. Auf dem Sensor sitzen die einzelnen Bildpunkte, die Pixel, und die sind vergleichbar mit kleinen Töpfchen. Wenn diese Töpfchen genau richtig mit Licht gefüllt sind, hat dein Foto die richtige Helligkeit. Sind diese Töpfchen nur halb gefüllt, dann wird dein Foto zu dunkel, und wenn die Töpfchen überlaufen, ist das Foto überbelichtet, das heißt, es ist zu hell. Wie kannst du jetzt deine Fotos besser machen, die du mit dem Mobiltelefon fotografierst? Das Mobiltelefon hat den Nachteil, dass der Sensor sehr klein ist. Das heißt, wenn du wenig Licht hast, hast du dieses Kriselige im Bild, das sogenannte Bildrauschen. Wenn du aber jetzt eine App verwendest und dann zum Beispiel einmal die ISO einstellst auf 200 und ein kleines Stativ verwendest, werden deine Handybilder natürlich gleich umso besser. Wenn du Regeln der Fotografie, die du mit einer Kamera machen würdest, auch bei der Handyfotografie anwendest, dann hast du natürlich viel bessere Bilder. Wenn du jetzt fotografierst, es gibt eine Fotografenregel, die lautet: Vordergrund macht Bild gesund. Das heißt, du versuchst einfach vorne eine Blume in den unscharfen Bereich zu verlegen und dann bekommt dein Foto automatisch Tiefe. Wichtig ist auch ein tiefer Standpunkt, das heißt, du fotografierst nicht immer aus der Generalsperspektive, sondern runter auf den Boden, und dann bekommst du gleich ganz andere Bildausschnitte. Ich schaue mir hier mal die Position vom Spiegelsee an. Ich habe die Belichtung ein bisschen korrigiert, das heißt, das Foto etwas heller gemacht. Es dunkelt hier sehr stark ab, und um jetzt noch eine spannendere Perspektive zu bekommen, gehe ich einfach ein paar Schritte nach links und setze mich hier auf den Stein und baue den Stein links vorne noch ein bisschen als Blickfang ein. Und ihr werdet sehen, jetzt habe ich komplett ein anderes Bild bekommen, ein viel spannenderes als das ursprüngliche. Wenn ihr RAW fotografiert, ist ja der Weißabgleich prinzipiell kein Problem. Das heißt, ihr könnt ja auch dann im RAW-File-Converter noch ganz fein tunen. Solltet ihr JPEG verwenden, bitte immer aufpassen. Hier im Hochgebirge ist der Blauanteil sehr hoch. Vielleicht einmal Sonne oder bewölkt ausprobieren. Der Schnee sollte schön weiß sein, dann habt ihr in der Nachbearbeitung überhaupt kein Problem und eure Farben sind wirklich leuchtend, strahlend und der Schnee hat einen wirklich schönen Ton. Wir sind hier am Rossbrand, das ist unser Sonnenuntergangspunkt für heute, auf 1800 Meter Seehöhe, und haben einen 360 Grad Panoramablick von Hochkönig bis Dachstein, Bischofsmütze, Schladminger Dauern, ist alles in Griffweite. Wir haben hier auch sehr viel mit langen Brennweiten fotografiert, 200 bis 400 mm. Und durch diese 400 mm bekommen wir eine sehr komprimierte Perspektive und können auch die im Hintergrund gelegenen Gipfel im letzten Abendlicht einfangen. Wir werden hier jetzt noch warten, bis die Sonne untergeht, und noch verschiedene Dinge ausprobieren. Es ändert sich jede Minute das Licht, wir haben so dramatische Wolkenstimmungen und wir hoffen eigentlich nur mehr, dass wir noch ein bisschen ein Abendlicht auf dem Dachstein bekommen.